Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Diakone, die Sie jetzt zu Priestern in dieser Stunde geweiht werden. Liebe Eltern, Geschwister, Freundinnen und Freunde unserer Weihekandidaten. Liebe Schwestern und Brüder, die wir miteinander in dieser Stunde ganz tief im Geheimnis Christi und seiner Kirche verbunden sind. Hier in St. Matthias in Berlin-Schöneberg. Und zu Hause und in der ganzen Welt an den Bildschirmen. Seien Sie herzlich willkommen. Wir sind ganz eng in dieser Stunde verbunden mit dem dreifaltigen Gott, der uns in seine Gemeinschaft lädt, miteinander. Marco, Markus, die Zeit ist erfüllt, sind die ersten Worte, die Jesus im Markus-Evangelium spricht. Gott ist nahe. Ich wünsche Ihnen dreien diese Erfahrung eines erfüllten priesterlichen Wirkens aus der Nähe Gottes. Stephan, er sah den Himmel offen, der heilige Stephanus. Das ist die große Botschaft, die Sie der Welt bringen. Der Himmel ist offen, Gott ist da. Ich wünsche Ihnen diese Erfahrung und diese Begeisterung für diese Botschaft. Gregor der Große, ich wünsche Ihnen die Kraft, wie er in Kirche und Gesellschaft für die Menschen zu wirken, das, was sie empfangen, zu geben mit großem Herzen, weil Gott es mit ihnen gibt und durch sie und an ihrer Seite. Wir bitten um Gottes Gnade für diese drei, die an diesem Tag, in dieser Stunde zu Priestern geweiht werden. Hier bin ich. Gregor begann mit 15 Jahren den neokatechumenalen Weg in seiner Pfarrei und spürte seiner stärker werdenden Priesterberufung nach. Mit 19 Jahren, im Jahr 2010, trat er in das Priesterseminar Redemptoris Mater in Berlin-Biesdorf ein und studierte Philosophie und Theologie. Während des Praktikums, der Itineranz, verbrachte er 3 Jahre in Italien, Deutschland, Holland und der Schweiz. Seit September 2019 absolviert er den Pastoralkurs und ist während dieser Zeit in der Pfarrei St. Franziskus in Reinickendorf-Nord eingesetzt. Stefan Komischke aus der Pfarrei Judas Thaddäus in Berlin-Tempelhof. Hier bin ich. Nach dem Abitur und dem Grundwehrdienst studierte er Rechtswissenschaft mit dem Schwerpunkt Wirtschafts-, Unternehmens- und Steuerrecht an der Freien Universität Berlin und an der University of Essex im englischen Colchester. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Erststudiums und der Annahme als Priesterkandidat im Juni 2012 studierte er Theologie in Erfurt und München. Im Juli 2019 schloss er auch das Lizenziatsstudium des kanonischen Rechts in München ab. Seit September 2019 absolviert er den Pastoralkurs und ist während dieser Zeit in der Pfarrei Theresia von Avila im Nordosten Berlins eingesetzt. Dr. Marco Pulcini aus der Pfarrei Santa Francesca Romana in Rom, Italien. Hier bin ich. Marco studierte zunächst Philosophie und unterrichtete kurzzeitig als Lehrer in einem salesianischen Institut in Frascati. Er trat dann ins Priesterseminar Redemptoris Mater in Rom ein, wo er das Theologiestudium begann, das er dann in Berlin fortführte. Während der vom neokatechumenalen Weg vorgesehenen Itineranzzeit in Chemnitz und in den Niederlanden promovierte er an der Lateran-Universität im Vatikan.
Seit September 2019 absolviert er einen Pastoralkurs und ist während dieser Zeit in der Pfarrei St. Matthias in Schöneberg eingesetzt. Hochwürdiger Vater, die Heilige Kirche bittet dich, diese unsere Brüder zu Priestern zu weihen. Weißt du, ob sie würdig sind? Das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt. Ich bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden. Mit dem Beistand unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus, des Erlösers, erwählen wir diese unsere Brüder zu Priestern. Dank sei Gott in dem Herrn. Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du selbst leitest dein Volk durch den Dienst der Priester. Gib den Diakonen, die du heute zu Priestern der Kirche bestellst, die Gnade, deinem Willen treu und gehorsam zu bleiben. Lass sie durch ihr Leben wie durch ihr Amt dich verherrlichen in deinem Sohn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen, den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen, einen Tag der Vergeltung für unseren Gott, um alle Trauernden zu trösten, den Trauernden Zions Schmuck zu geben anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms statt eines verzagten Geistes. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich ewig singen. Bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden. Denn ich bekenne, deine Huld besteht für immer und ewig. Deine Treue steht fest im Himmel. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Einst hast du in einer Vision zu deinen Frommen gesprochen. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David, meinem Knecht, geschworen. Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand und von Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Ich habe David,
meinem Knecht gefunden und ihn mit meinem heiligen Öl gesalbt. Beständig wird meine Hand ihn halten und mein Arm wird ihn stärken. Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. Meine Treue und meine Huld begleiten ihn, und in meinem Namen erhebt sein Haupt. Wird zu mir rufen, mein Vater bist du, mein Gott, der Fels meines Heiles. Von den Taten deiner Huld, o Herr, der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.
Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, was ihr ihn um meinen Namen bittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Marco, lieber Stefan, lieber Gerosch, meine lieben Schwestern und Brüder. Es gibt Worte, die fassen das zusammen, was der Kern des christlichen Glaubens ist. Einer dieser Worte ist ein sehr altes Wort, das wir in jeder Eucharistie, in jeder Heiligen Messe bekennen, dankbar bekennen. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit, Gott. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Der große Lobgesang des Sanctus. Worte, die eine ganz alte Tradition haben, die getragen sind von der Glaubenstradition des jüdischen Volkes, von der Tempelliturgie. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Gott, du bist überall. Es gibt keinen Ort, keine Geschichte, keinen Menschen, wo Gott nicht ist. Gott, der auch da ist im Leid und im Nichtverstehen und in der Schuld. Er bleibt bei mir, er bleibt bei uns, er bleibt in seiner Schöpfung. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit, von deiner Liebe, von deiner Nähe, von deiner Gnade. Ja, du bist mit aller Herrlichkeit hier, auch in Berlin, in Vorpommern und Brandenburg, auch in den Dörfern oder Gemeinschaften, wo keiner an Gott glaubt. Erfüllt sind Himmel und Erde auch dort von deiner Herrlichkeit, vielleicht auch gerade dort. Dahinter steckt das Geheimnis Gottes. Gott, der unendliches Leben und unendliche Liebe ist. Leben und Lieben, das bedingt sich einander. Wenn wir den Gott, den dreifaltigen Gott, den Jesus verkündet hat, preisen und feiern, dann feiern wir, dass Gott nicht eine abstrakte Idee ist, ein letzter Sinn, ein hinter allem stehender Urgrund oder was auch immer. Ein letzter Sinn, der alles zusammenhält. Nein, wir feiern, dass Gott liebt. Er liebt, in ihm ist nichts als Liebe. Und deshalb ist er Leben. Das wissen wir schon auf menschlichem Bereich.
Je mehr wir lieben und geliebt werden, umso mehr blühen wir auf. Und wo diese Liebe nicht ist, da stirbt der Mensch mitten im Leben. Gott ist unendliche Liebe. Vater und Sohn, das sind Beziehungsworte. Vater und Sohn, das ist Beziehungswort. Vater auf Sohn, Sohn auf Vater. Aber die Gemeinschaft Gottes ist nicht nur eine Gemeinschaft der Liebe in sich, sondern die fließt aus, der Heilige Geist, der ausfließt. So kann man das Urwort eigentlich am besten übersetzen, der Ausfließende. Gott bleibt mit seiner Liebe nicht allein für sich. Liebe will explodieren. Die Explosion der Liebe Gottes, das ist der Heilige Geist. Deshalb gibt es überhaupt Schöpfung. Am Anfang war nichts und Gottes Geist schwebte über dem Nichts und so entstand Leben. Aus seiner Lebens- und Liebesfülle. So entstand der Mensch, so entstand ihr Leben. Auch ihr Leben ist empfangen vom Heiligen Geist, ist voll der Gnadengaben des Heiligen Geistes. Der Charismen, der Talente, die er ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Allein schon, wenn man eben ihre Biografie so ein wenig angedeutet hatte, wenn man sie aus den Gesprächen mit ihnen besser kennt, welche Lebensweite ist in ihnen drei verkörpert? Welche Wege, welche unterschiedlichen Wunder des Lebens? Und er ist da in seiner Kirche. Pfingsten haben wir das Geburtsfest der Kirche gefeiert. Gottes Geist gibt dir die Kraft, die Vitalität, die Kreativität, von dieser Liebe und dem Leben Gottes zu künden und es Wirklichkeit werden zu lassen. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Für diese Botschaft stehen sie. Diese Botschaft verkünden sie. Diese Wirklichkeit werden sie Wirklichkeit werden lassen, wenn sie aus Gottes Geist die Sakramente spenden. Diese Wirklichkeit wird Wirklichkeit, wenn sie Gemeinschaft sammeln, die Menschen sammeln, aus den fernen Orten zusammenkommen und Gottes Geist in ihrer Gemeinschaft da ist. Sie stehen in der Fülle des dreifaltigen Gottes, an dessen Vortag sie zu Priestern geweiht werden. Erfüllt sind Himmel und Erde von dieser deiner Herrlichkeit. Erfüllt von seiner Herrlichkeit ist auch in dieser Stunde ihrer Weihe nun ihr Leben. Ihr Leben. Gottes Liebe, Gottes Leben kommt auf sie herab, erfüllt sie, begeistert sie, umfängt sie, nimmt sie mit hinein in seine göttliche Gemeinschaft. Die Geste der Handauflegung ist da sprechende Geste. Er nimmt sie auf, voll des Heiligen Geistes. Sie werden erfüllt in dieser Stunde von seiner Herrlichkeit. Und sie? Sie sind bereit, diese Fülle anzunehmen, ohne ihre Bereitschaft, die sich gleich in ihren Bereitschaftsfragen zeigen wird, geschieht hier nichts. Sie sind ein leeres, offenes Herz, ein leeres, offenes Gefäß für diesen dreifaltigen Gott. Sie werden gleich sich hier niederlegen. Dann machen sie nichts mehr. Keine Prüfung, keine Qualifikation, keine Glaubenserfahrung, nichts. Nur noch empfangen. Gott wirken lassen. Sich erfüllen lassen von Gottes Wirken. Aber all das wird ihnen gegeben. Bitte vergessen Sie das nie. Nicht für sich. Wie Gottes Liebe und Leben explodiert, so ist der priesterliche Dienst in diesen Dienst der Explosion, des Ausstreuens, des Hinausbringens gestellt. Bildlich werden Sie uns gleich die Kommunion austeilen. Und am Ende des Gottesdienstes werden Sie uns Ihren Segen geben. Bleiben Sie ein Segen für die Menschen, gerade auch für die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen und für die Menschen, die Christus und seinen dreifaltigen Gott nicht kennen. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Ja, erfüllt sind sie in dieser Stunde durch die Weihe, die Gott ihnen schenkt, die sie annehmen für die Menschen. Ich bitte Sie, vergessen Sie nie, dass Sie am Vortag des Festes der Dreifaltigkeit
hineingenommen sind in die Liebe Gottes. Wir haben sich das Evangelium des Johannes eben ausgesucht. Eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Denken Sie daran, wenn Sie das heilige Brot Christus den Menschen austeilen, dann teilen Sie seine Liebe mit. Und dann geben Sie sich mit Ihrer Liebe mit hinein. Billiger geht es nicht. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen diesen Geist des Lebens und der Liebe für Ihren hoffentlich von Gottes Herrlichkeit erfüllten Lebens- und Glaubensweg. Danke, dass Sie sich weihen lassen. Liebe Brüder, bevor ihr die Priesterweihe empfangt, sollt ihr vor der ganzen Gemeinde bekunden, dass ihr diesen Dienst auf euch nehmen und euer ein Leben lang erfüllen wollt. So frage ich euch. Seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben? Und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Ich bin bereit.
Seid ihr bereit, die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht zu feiern? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns aufgetragen ist, Gottes Erbarmen für die euch anvertraute Gemeinde zu erflehen? Ich bin bereit. Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Notleidenden und Heimatlosen zu helfen? Ich bin bereit. Christus, unser hoher Priester, hat sich um unseretwillen dem Vater dargebracht. Seid ihr bereit, euch Christus, dem Herrn, von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Ich verspreche es. Gott selber vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Versprichst du mir und meinen Nachfolgern Ehrfurcht und Gehorsam? Versprich es. Gott selber vollende das gute Werk, das er in dir begonnen hat. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinen Dienern, die er zu Priestern erwählt hat, Gnade und reichen Segen. Beuget die Knie. Maria, Mutter Gottes, heiliger Michael, heilige Engel Gottes, heiliger Heiliger Johannes der Täufer, Heiliger Josef, Heiliger Petrus und Heiliger Paulus, Heiliger Markus,
Stephanus. Heiliger Matthias. Heiliger Thomas. Heiliger Johannes. Heiliger Judas Thaddäus. Heilige Maria Magdalena. Heiliger Ignatius. Heiliger Gregor. Heiliger Augustinus, Heilige Faustina Kowalska, Heiliger, Heiliger Benedikt, Heiliger Franziskus. Heiliger Johannes Paul II. Heiliger Dominikus. Heilige Katharina von Siena. Heilige Teresa von Avila. Heilige Franziska von Rom. Heilige Hedwig. Heilige Teresa von Jesus. Bernhard Lichtenberg, alle Heiligen und Seligen Gottes, Jesus sei uns gnädig, von allem. Heiliges Leben durch dein Sterben und dein heiligen Auferstehen durch die Sendung des Heiligen Geistes. Wir armen Sünder, schütze deine heilige Kirche und leite sie. Wir bitten dich, erhöre uns. Erleuchte unseren Papst Franziskus, unseren Erzbischof Heiner und alle Hirten der Kirche. Wir bitten dich, erhöre uns. Erfülle alle Glieder der Kirche mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne deine Diener, die du zu Priestern erwählt hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Segne und heilige deine Diener, die du erwählt hast. Wir bitten dich, erhöre uns.
Segne, heilige und weihe deine Diener, die du erwählt hast. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib allen Völkern der Erde Frieden und Freiheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Erweise allen, die im Bedrängnis sind, dein Erbarmen. Wir bitten dich, erhöre uns. Stärke und erhalte uns in deinem Dienste. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus, du Sohn des lebendigen Gottes. Wir bitten dich, erhöre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Erhöre uns, Herr, unser Gott. Erfülle diese deine Diener mit dem Heiligen Geist. Gib ihnen deine Gnade und die Vollmacht des Priestertums und bewahre ihnen stets den Reichtum deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Erhebet euch.
Wir preisen dich, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, und rufen deinen Namen an. Steh uns bei, du Ursprung aller menschlichen Würde, du Quell aller Gnaden. Alles, was du geschaffen hast, gedeiht allein durch dich und bleibt durch dein Wirken erhalten. Um dir ein priesterliches Volk zu bereiten, erwählst du in der Kraft des Heiligen Geistes Diener deines Sohnes Jesus Christus und ordnest ihren Dienst in den geistlichen Ämtern. Im alten Bund schon hast du Ämter und Dienst in heiligem Zeichen entfaltet. Mose und Aaron hast du bestellt, dein Volk zu leiten und zu heiligen. Zu ihrer Hilfe beim gemeinsamen Werk hast du Männer eines weiteren Dienstes und Amtes berufen. Auf dem Zug durch die Wüste hast du den 70 Ältesten vom Geist des Mose mitgeteilt, so dass er dein Volk mit ihrer Hilfe leichter zu führen vermochte. Den Söhnen Aarons hast du Anteil gegeben am hohen Amt ihres Vaters, damit die Zahl der Priester des alten Bundes genügte für die Opfer im heiligen Zelt, die nur Schatten und Vorausbild war des kommenden Heiles. In der Fülle der Zeit hast du, heiliger Vater, deinen Sohn in die Welt gesandt, Jesus, deinen Aposteln und hohen Priester, zu dem wir uns alle bekennen. Er hat sich dir dargebracht im Heiligen Geist als makelloses Opfer. Seine Apostel hat er durch die Wahrheit geheiligt und ihnen Anteil geschenkt an seiner eigenen Sendung. Ihnen hast du Gefährten zugesellt, die auf dem ganzen Erdkreis das Werk deines Heils verkünden und vollziehen. So bitten wir dich, Herr unser Gott, schenk auch uns Bischöfen solche Gefährten und Helfer, deren wir bedürfen in unserem apostolischen und priesterlichen Dienste. Allmächtiger Vater, wir bitten dich, gib diesen deinen Dienern die Würde des Priestertums, erneuere in ihnen den Geist der Heiligkeit. Das Amt, das sie aus deiner Hand, o Gott, empfangen, die Teilhabe am Priesterdienst sei ihr Anteil für immer. So sei ihr Leben für alle Vorbild und Richtschnur. Uns Bischöfen seien sie zuverlässige Helfer. In der Gnade des Heiligen Geistes bringe das Wort der frohen Botschaft durch ihre Verkündigung reiche Frucht in den Herzen der Menschen, und es gelange bis an die Enden der Erde. Mit uns seien sie treue Verwalter deiner heiligen Mysterien. So wird dein Volk durch das Bad der Wiedergeburt erneuert, so wird es genährt an deinem Altar, so werden die Sünder versöhnt, die Kranken gesalbt zu ihrer Heilung. Mit uns Bischöfen vereint erflehen diese Priester, Herr, dein Erbarmen für die ihnen anvertrauten Gemeinden und für alle Menschen auf Erden. So werden die vielen Völker in Christus vereint. Sie wachsen zusammen zu einem einzigen Volk und werden vollendet in deinem ewigen Reiche. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Thank you.
unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich, er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich, er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Unser Herr Jesus Christus, den der Vater mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, behüte dich. Er stärke dich in deinem Dienst, das Volk Gottes zu heiligen und Gott das Opfer darzubringen. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst. Und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Empfange die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers. Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst. Und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Der Friede sei mit dir. Und mit deinem. Der Friede dir. Und mit deinem Geist. Der Friede sei mit dir. Und mit deinem Geist.
damit wir in diesen Tagen verlässlich miteinander in Verbindung bleiben, unterstützt das Erzbistum Berlin verschiedene Projekte und Initiativen, wie zum Beispiel die praktische und seelsorgliche Nachbarschaftshilfe, die Sorge um Menschen ohne Wohnung oder die Beratung von Familien in Not. Die heutige Kollekte ist zur Hälfte bestimmt für diese vielen Projekte. In besonderer Weise wenden wir uns an die Menschen, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden, in unserem Bistum und in vielen weltweiten Projekten. Bitte geben Sie Ihre Kollekte nach dem Gottesdienst oder auch heute online oder per Überweisung für Wir bleiben in Verbindung. Die dort eingehenden Kollekten werden dann ebenfalls diesem Projekt zugeordnet. Alle dafür notwendigen Informationen sind eingeblendet. Herzlichen Dank. Und Gaben deines Volkes an. Mehre die Zahl deiner Diener, denen die Ausspendung der heiligen Geheimnisse anvertraut ist, und erhalte sie in der Liebe und der Treue zu dir. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan, seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens berufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom Aufgang der Sonne zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott,
Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dies Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod und Leben verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen. Mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Heiner und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen.
Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Herr Jesus Christus, du unser Leben, du unsere Liebe, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche, schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde.
Lasset uns beten. Herr, erhöre unser Gebet für unsere Brüder, die du zu Dienern deiner Kirche erwählt hast. Stärke sie durch das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles in deinem Dienst und in der Sorge für alle, die an dich glauben. Gib ihnen die Gnade, treue Diener am Wort und Sakrament zu bleiben. Darum Herrn. Ja, meinen herzlichen Glückwunsch zu Ihrer heutigen Priesterweihe. Glückwunsch Ihnen für diesen Dienst, den Sie Christus und Ihnen, lieber J.H. Weyer, und die Weiherkunde, die Beichtbefugnis, die Ernennung zum Kaplan in der Pfarrei St. Franziskus Reinickendorf Nord, wo Sie ja schon tätig sind, überreichen. Gottes Segen für Sie. Herzlichen Glück und Segenswunsch. Segenswunsch. Tag Ihrer. Froh, dass ich mit Ihnen in die Sakramente. Das Segen möge Sie begleiten. Heilige Teresa von Avila im Berliner Nordosten hat ein segensreiches Menschen, die ihn weiter auf diesem Weg gut machen. Auch Ihnen, Herr Marco Fulcini, darf ich diese Weihurkunde, die Urkunde mit der Erlaubnis zur Beichtbefugnis zu geben, und ich darf Sie hier zum Kaplan mit sofortiger Wirkung hier, und der sehr schön Wind in der katholischen Kirchengemeinde Pfarrei St. Matthias Schöneberg, übergeben. Da können Sie noch mehr hier wirken. Herzlichen Segen zum Glückwunsch und Gottes Segen für Ihr Weih. Leben begleiten. Dank. Bin froh, dass Geschwister, die mit ihren Freunden vergelten, Prägung für diese lebende Prägung für sie gaben. Herzlich all denen in der Begleitung, Studium, in den Gemeinden unsere Neupriester begleitet haben. Ansgar Pohlmann von unserem gemeinsamen Priesterseminar in Erfurt, den ich herzlich genauso wie die beiden Berliner Regenten, Marc-Anton Hell und Matthias Goy. Ich bedanke mich Pfarrern, Priestern, pastoralen Diensten, die sie begleitet haben, den Gemeinden, für die sie hier stehen. Wirksame Begleitung. Habe, mit Ihnen zusammen ein herzliches Chor und der Gemeinde, die das hier schon können, vergelt's Gott, das ist ein wirklich guter, verlässlicher Dienst, der hier geleistet wird. Dankeschön auch dafür. Habe ich nur noch nicht erwähnt, hier auch unseren Generalvikar, der vor 40 Jahren zum Priester geweiht worden ist.
etwas schon her. Und der Spiritual, herzlichen Dank. Und Gottes Segen möge Sie begleiten. Ich darf diesen Segen jetzt spenden und bin Ihnen dankbar, liebe Neupriester, wenn Sie dann anschließend uns allen Ihren neupriesterlichen Segen spenden werden. Der Herr sei mit euch. Den Namen des Herrn. Aus dem Namen. Der Herr sei mit euch. Der Herr sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der Dreieinige, der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Der Herr sei mit euch. Gott segne euch durch den ewigen Hohenpriester Jesus Christus. Er hat die Gnade, ihn zu erkennen. Liebe. Heilige. In der Liebe, damit ihr seine Herrlichkeit schaut. Er bewahre euch und behüte euch vor dem Bösen, das von euch geht. Der Vater und der Sohn und der Heilige.